Schön, dass du da bist. Ich freue mich wirklich riesig, denn hier geht es um den Workshop für Hochsensible und vielleicht nicht nur Hochsensible in Berlin. Und zwar am Samstag und Sonntag im August. Und ich möchte einfach kurz erzählen, worum es geht. Ich bin echt gerade ganz aufgeregt und freudig, weil es der erste Workshop nach längerer Zeit ist und wahrscheinlich auch der einzige erstmal in Berlin für Hochsensible. Und genau, es geht darum, um Gefühle. Darum, wie kann ich mit meinen Gefühlen umgehen? Auch was sind diese Sachen, die mich schon jahrelang zurückhalten, auch in Bezug auf Hochsensibilität, die mir mein Leben vermiesen, die mir das Leben schwer machen. Und wir haben da 2 Tage Zeit, das heißt, du kannst auch schauen, entweder einen Tag oder beide kommen, kannst auch, je nachdem, wie viele Plätze es gibt, spontan entscheiden. Und wir schauen uns in diesen 2 Tagen genau an, was sind wirklich die Punkte, so nach dem Pareto-Prinzip, was sind diese kleinen Punkte, die mir mein ganzes Leben versauen oder schwer machen? Und egal, wie gut es dir schon in deinem Leben geht, es geht einfach darum, genau die größten Stressfaktoren zu eliminieren. Und das dadurch, dass wir sie ein für alle Mal emotional klären. Das heißt, schau dir da auch das andere Video an zum Thema Gefühle. Was sind Gefühle und wie kann ich damit umgehen? Und dadurch ändern sich dann auch deine Gedanken und dadurch ändert sich dein Handeln. Ich mache da auch gerne mit, wenn es der Workshop zulässt, um auch bei mir zu schauen. Hicks. Denn ja, stell dir mal vor, was passiert. Du kannst ja auch gerade einen Zettel und einen Stift nehmen und einfach mal schauen für dich, was sind so die größten Punkte, wenn du ganz, ganz frei daran gehst, die dich gerade beeinträchtigen. Egal welcher Lebensbereich, das ist einfach so, wenn du was änderst, sieht dein Leben ganz anders aus. Nimm dir da wirklich mal ein paar Sekunden, kannst doch einfach die Augen schließen und reinspüren. Weil ich kenne es immer wieder von mir, wenn mir was bewusst wird. Also erst lebe ich mein Leben und irgendwann wird mir was bewusst, eben zum Beispiel durch so ein einfach Innehalten und Nachspüren. Und plötzlich bemerke ich da was, huh, irgendwie, ich fühle mich die ganze Zeit leicht gestresst durch diese eine Tatsache. Zum Beispiel war es jetzt bei mir, jetzt bin ich aus Indien zurück und habe da recht viel Zeit in der Großstadt verbracht. Und in dem Moment, wo mir bewusst geworden ist, mir geht es da echt nicht gut in dieser Großstadt, habe ich das geändert. Und ja, jetzt bin ich hier quasi auf dem Land in der freien Natur und ich habe einfach dadurch schon eine komplett andere Energie. So, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Was wir im Workshop machen ist, wir haben wirklich 2 Tage Zeit oder einen Tag Zeit, gemeinsam zu erkunden und das in einem Raum mit anderen Hochsensiblen, also mit Menschen, die wahrscheinlich genauso viel wahrnehmen wie du, was erstmal eine riesige Befreiung sein kann und auch unglaublich viele Erkenntnisse, was ich auf meinen Workshops immer festgestellt habe. Das ist einfach allein, wenn man viele Hochsensible, also viele, sagen wir mal, Pinguine in einen Raum steckt und die haben vorher noch nicht so viel mit anderen Pinguinen Kontakt gehabt, was dadurch entsteht, ist wunderschön. Und wahnsinnig inspirierend, weil man sich einfach überall selbst erkennt und merkt, krass, das bin ich ja auch und das kommt mir auch sehr bekannt vor und anscheinend bin ich doch nicht so anders, sondern ja, anscheinend gibt es da mehr von meiner Sorte, anscheinend gibt es da eine Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft, die gerade so vielleicht auch erst am Entstehen ist, weil dieser Begriff Hochsensibilität auch gerade erst so aufkommt. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass wir uns eben über den Tag. Also ich werde gar nicht viel erzählen, weil es einfach nicht viel Theorie ist, sondern es ist vielmehr wirklich ein Ausprobieren und Erforschen und das dann entweder alleine oder auch zu zweit oder in kleinen Gruppen, dass es dann auch so ist, dass jeweils eine Person dann die Aufmerksamkeit hat, die volle Aufmerksamkeit und der Partner dann dabei unterstützt, also in der Übung, wenn wir das dann zu zweit machen, dass dann jemand anders dich dabei unterstützt, an deine blinden Flecken zu schauen und da die Energie zum Fließen zu bringen und wirklich, es kann sein, dass dann Jahrzehnte alte Sachen sich klären. Und es ist wirklich meine Erfahrung, was einfach regelmäßig passiert mit den Methoden, die du da kennenlernst. Und die kannst du auch für dein Leben dann anwenden und behalten. Also das ist so, du lernst die einmal und danach, das ist wie Zähneputzen oder Fahrradfahren. Danach weißt du, wie es geht und kannst es jederzeit machen, wenn es dir nützlich ist. Und vom Raum wird es so aussehen, dass wir eben maximal 20 Teilnehmer sind und wir können uns auch verteilen auf 3 bis 4 Räume. Also es wird dann auch ruhig sein im Raum. Das heißt, falls das ein Bedenken von dir sein sollte, ja, wie ist denn die Workshop-Größe? Also über 4 Räume verteilt,
und der eine Raum ist ziemlich groß, gibt es dann genug Raum, auch dann privaten Raum. Es ist auch so, du brauchst bei den Techniken nicht über dein Problem oder was gerade da ist reden, wenn du nicht willst, sondern du kannst einfach sagen, ich spüre da irgendwas und kannst die Gedanken oder die Geschichte, die für dich da dran hängt, kannst du komplett für dich behalten. Es geht eben auch darum, einfach zu schauen, ja, wie weit möchte ich mich gerade in den Workshop begeben. Vielleicht möchtest du auch einfach mal nur zuschauen, das ist genauso okay. Es ist wirklich so, dass wir komplett dem folgen, also wenn du Impulse reingibst, ich werde die alle aufnehmen. Ich habe keine komplett klare Struktur, wo wir jetzt in 15 Minuten damit fertig sein müssen, um das machen zu können, sondern ich bin wirklich komplett da mit der Erfahrung, die ich jetzt habe über Jahre, was ich auch im, ja, gerade bei den Workshops für Hochsensiblen einfach an Erfahrung gesammelt habe und gelernt habe. Und wir verbringen einfach 2 Tage und mit allem, was bei dir da ist, du kannst dir echt vorher eine Liste schreiben, was für dich passieren muss, damit du die schönste Zeit deines Lebens verbringst oder dass du die Zeit hättest nicht besser verbringen können im Nachhinein. Und das gleich zu Anfang sagen, dass das dein Ziel ist, dass du das gerne machen möchtest, dass es sich dann wirklich für dich gelohnt hat. Schau dir einfach das Video an, was sind eigentlich Gefühle oder was sind Gefühle und wie kann ich damit umgehen? Und da gehe ich nämlich nochmal näher drauf ein, auf dieses Weltmodell, in dem wir uns bewegen, nämlich was eigentlich Gefühle sind und wie man damit umgehen kann. Und für mich ist das auch ein Stück weit da, wo wir hinschauen, das ist so, ich stelle es mir so ein bisschen vor wie so ein Bungee-Seil, was hinten an meinem Rücken ist. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ein Ziel habe, und das kann wunderschön sein, und das zieht mich wirklich zu diesem Ziel hin, also das ist wie so ein Magnet. Und ich habe aber teilweise noch so ein Bungee-Seil hinten an mir dran, was mich zurückhält. Und je stärker ich ziehe, desto höher wird die Spannung und es will mich wieder zurückziehen. Dann ist das ziemlich stressig auf Dauer. Und das heißt, diese Bungee-Seile, darum geht's, dass wir die im Workshop lösen. Dass die ein für alle Mal, dass es nicht dagegen kämpfen ist, dass es nicht versuchen ist, das Bungee-Seil zu zerstören, sondern zu schauen, da ist ja ein Bungee-Seil, ich gehe mal ein bisschen zurück. Oh, die Spannung lässt nach. Puh, Erleichterung. Jetzt greife ich einfach mal dahinter oder habe dann eben auch jemanden, der mich unterstützt bei dem Workshop. Oder ich werde dann auch rumgehen und unterstützen. Und dann merke ich, da ist ein Karabinerhaken und ich öffne den einfach mal und mache das Bungee-Seil ab. Und wenn das komplett entspannt ist, das Bungee-Seil, dann ist das auch ganz, ganz einfach. Und dann lege ich es einfach hin oder lasse es fallen. Und dann wird schon jemand anders eine Verwendung dafür haben. Also zum Beispiel dann von Brücken springen und Spaß damit haben. Aber mich stört es halt eher. Was dann passiert ist, dass nur noch dieses Vorwärtsziehen übrig bleibt, nämlich das Vorwärtsziehen zu meinem Ziel. Und das ist das, was ich dann Flow-Zustand nenne. Das heißt, dass einfach nichts mehr deinem Ziel im Wege steht von deinen Gefühlen, von deinen Gedanken, von deiner Energie, sondern dass es einfach nur, dass nur noch Zeitvergehen braucht und du dadurch deine Ziele erreichst. Das ist das Ziel des Workshops. Und da stell dir einfach mal vor, wie das ist, wenn du bestimmte Bereiche in deinem Leben hast, eben schaust dir am besten jetzt an, mach dir Gedanken darüber. Egal, ob es Körper und Gesundheit ist oder Finanzen oder Partnerschaft, Beziehung mit anderen Menschen, auch das Nein sagen, dich abzugrenzen, deinen Lebenswunsch zu finden, es spielt keine Rolle, weil du kannst diese Techniken auf alles anwenden. Und das ist das Geniale daran. Und deswegen mache ich auch diesen Workshop, weil ich habe einfach eine riesige Lust, mal wieder damit zu erforschen und zu spielen und einfach in diesem Raum zu sein, wo ganz, ganz viel Altes losgelassen wird, wo ganz viel Neues entsteht. Und gerade jetzt in der Zeit habe ich den Eindruck, es geht echt turbulent zu. Und also, was gerade stattfindet in der Welt, das ist ziemlich gigantisch und auch teilweise echt angsteinflößend. Und was ich aber merke, ist, dass sehr, sehr viel in Bewegung kommt. Und diese Techniken machen es einfach viel, viel einfacher, gerade für Hochsensible damit umzugehen. Also die sind wie geschaffen für Hochsensible. Und deswegen freue ich mich wahnsinnig, wenn du beim Workshop dabei sein willst. Schreib mir kurz eine E-Mail. Ich schreibe nochmal in dem Text dann, der hier drunter steht, wie das läuft mit der Anmeldung. Es gibt wahrscheinlich dann eine Anzahlung, einfach damit ich sicher sein kann, dass du beim Workshop kommst. Und gleichzeitig ist es auch eine Verbindlichkeit für dich, dass du dich dafür entscheidest und dann komme, was wolle, dann wirklich da bist. Denn es kann sein, dass dann gerade nochmal so die Tage vorher so die inneren Widerstände sagen so, doch nicht. Ich kenne das von mir selbst auch und dann bin ich jedes Mal heilfroh, wenn ich trotzdem hingegangen bin, das trotzdem gemacht habe,
weil es dann eben ein für alle Mal geklärt ist, statt dass ich weiter noch damit rumlaufe, aber gar nicht hinschauen will, sondern das immer so wegschiebe. Das ist der Hintergrund davon. Und es gibt auch die Möglichkeit, in den Räumen zu übernachten, höchstwahrscheinlich. Das dann gegen einen kleinen Umkostenbeitrag, weil dann gibt es noch Frühstück, mache ich ein bisschen, dass es einfach entspannt ist morgens. Und dann, freue ich mich riesig, wenn du dabei bist. Wie gesagt, es ist wahrscheinlich auch der einzige Workshop, den ich jetzt erstmal in Berlin anbiete, weil ich danach wieder auf Reisen bin. Das heißt, wenn dich das gerade irgendwie intuitiv anspricht, also wenn da der Magnet am Ziehen ist und sagt, da sollte ich unbedingt hingehen, dann schreib mir einfach, sag, ich bin dabei und der Rest wird sich dann schon regeln. Und dann freue ich mich sehr auf deine E-Mail, denn wenn du bis jetzt geschaut hast, dann ist die Chance sehr, sehr hoch, dass du wirklich dabei sein solltest oder willst. Und wünsche dir jetzt noch aus der idyllischen Natur einen wunderschönen Tag.